geträumt von einem Engel, der mir hilft einzuschlafen. Ich will die nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Diese Filme, diese ganze Scheißdreck. Jetzt krieg dich mal ein. Hallo, ich bin Alex Attibonelli für die Goldene Kamera im Einsatz und habe heute das Vergnügen, mit Piotr Lewandowski zu sprechen, dem Regisseur von Jonathan, der am 6. Oktober in unsere Kinos kommt. Piotr, der Film basiert auf einer realen Begebenheit und ich wollte dich fragen, wie du auf den Stoff gekommen bist und was ihn auch in deinen Augen gleich filmreif gemacht hat. Mhm. Als ich die Geschichte gehört habe, war ich sofort fasziniert. Und ich habe sehr viele, also im Film selbst sieht man auch sehr viele Elemente aus meinem Leben. Und das ist tatsächlich eine Geschichte, die ich sehr wichtig finde und die mich persönlich sehr berührt. Und als ich die gehört habe, wusste ich sofort, das ist die Geschichte, die ich erzählen muss. Es geht ja ums Sterben und unter anderem. Und warum, oder bist du darauf gestoßen, warum das in unserer Gesellschaft immer noch so ein großes Tabuthema ist, das zu thematisieren? Also es gibt einige Tabuthemen, die ich bei dem, in dem Film anfasse. Ich glaube, davon hat man einfach Angst. Und ich glaube, das ist etwas, also die Angst macht es einfach. Mein Vater ist gestorben und der wurde wiederbelebt, zweimal. Und was sehr interessant war, seitdem er tot ist, habe ich einen Vater. Also seitdem er wieder zurückgekehrt ist, habe ich einen Vater, den ich mir immer gewünscht habe. Wie geht's dir? Bin gerade ein bisschen mit Sterben beschäftigt. Volker Schlöndorff, der in einer der Jurys saß, hat geschrieben oder gesagt darüber, dass dass es ein sehr mutiges und weil sehr wirkliches Drehbuch ist und heikel in dem Sinne, weil also es braucht einen erfahrenen Regisseur, das zu verfilmen. Und du hast jetzt ja die Regie geführt, das ist auch dein Langfilmdebüt quasi. War das dann ein Ansporn oder ein bisschen eine Herausforderung eher für dich? Das war schon wunderschön, sowas zu hören. Je länger ich darüber nachgedacht habe, desto schüchterner würde ich denn. Aber zum Glück hatte ich unglaublich gute Schauspieler, die mir so viel geschenkt haben. Sie haben mir vertraut, die haben sich entblößt, sage ich immer, aber also nicht nur körperlich, sondern vor allem emotional. Und die haben mir vertraut und die mochten das Drehbuch sehr und dadurch hat sich so eine unglaublich positive, schöne Symbiose zwischen uns gebildet. Und ich glaube, das hat alles möglich gemacht. Ich habe dich noch nie gesehen. Du stehst hier auf einmal auf der Matte. Ich möchte nur helfen. Für mich bist du tot. Soll das so bleiben? Sobald ich mit Barbara Auer gearbeitet habe, also die ersten Momente waren so, oi, das ist Barbara Auer, wie soll ich mit ihr sprechen? Aber nach 5 Minuten war das nur eine Kollegin, die mich gemocht hat, die mich geschätzt hat, die mir viel Vertrauen gegeben hat. Und dann haben wir wunderbar zusammengearbeitet mit allen Kollegen. Also die waren wirklich fantastisch und ich würde jederzeit das wiederholen, also mit denen. Ist das, also alle Schauspieler haben im Vorfeld betont, dass wie herausragend, wie toll das war, mit dir zusammen die Figuren zu entwickeln und zu besprechen im Vorfeld. Ist das deine normale Arbeitsweise im Film, also oder deine Idealvorstellung von Arbeiten oder ist es jetzt in diesem Film besonders notwendig gewesen? Also was ich gemacht habe, was ich aus Frankreich kenne, also am Set wurde nicht geschrien. Wir haben am Set wirklich leise gesprochen und bei vielen Szenen wurde es fast geflüstert. Und die Schauspieler müssten sich ganz kurz daran gewöhnen und bald haben sie alle festgestellt, dass es wunderbar funktioniert. Also die Konzentration war ganz anders, die Intensität, weil die Szenen sehr intensiv waren teilweise und auch sehr schwierig, auch zum Spielen, zum Inszenieren. Und ich glaube, alle waren am Ende wirklich sehr dankbar, dass wir das eben so anders gemacht haben, weil dadurch die Arbeit und die Intention und Anspannung ganz anders funktioniert hat. Daher war das schon besonders. Du
behandelst sehr existenzielle und realistische Themen, hast aber eine Bildsprache gefunden, die ich mal als poetisch beschreiben möchte. Oder was war der Grund dafür, dass du halt so diesen Spagat gewählt hast zwischen Bildsprache und Inhalt? Also ich glaube, ich bin selbst Maler und für mich sind Bilder, die inhaltlich richtig ausbalanciert sind, die auch ein Message haben, extrem wichtig. Und für mich hat sich das sehr natürlich angefühlt, genau solche Bilder aus Balance zu dem schweren Thema zu wählen. Und für mich gehört das alles so ein bisschen zum Kreis des Lebens dazu. Also alles dreht sich und durch die Natur könnte ich das besser visualisieren, dass es nicht das Ende ist, dass danach kommt noch was Schönes. Und für mich repräsentieren diese kleinen Elemente genau das. Also es ist nicht das Ende, es geht weiter und es ist wunderschön. Du hast sie nie geliebt. Das ist nicht wahr. Wahrheit! Sag mir die Wahrheit! Die Reaktion von Zuschauern, die ich bei verschiedenen Festivals weltweit inzwischen erlebt habe, waren so unglaublich intensiv, so wunderschön. Leute sind auf mich zugekommen, die haben geweint und gelacht und geweint und gelacht, haben sich bei mir bedankt für diesen Film, für den Mut, bestimmte Themen anzusprechen, für die sie keine Antwort hatten und könnten mit eigenen Problemen besser umgehen, von Sachen, mit denen sie konfrontiert waren, ein bisschen, also das Leben ein bisschen mehr verstehen. Und ich glaube, das ist der Grund, warum man das sehen sollte. Girl that loved the ocean, pouring shells cracked beneath her feet. Ich hab dich abgehalten von deinem Leben. Was redest du? Ich hab dich abgehalten. Wenn du sterben willst, dann musst du es Leben zulassen. Wenn es nur für einen Tag ist.